will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wäre nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Doch seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrie eleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Thank you.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem alten Ostergruß begrüße ich euch zu Hause ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Ostersonntag. Der Gottesdienst soll für klein sein und für groß. Wir erzählen die Ostergeschichte und wollen damit das Licht zu euch bringen, nach Hause. Verbunden sind wir auch an diesem Tag durch den Heiligen Geist, denn wir feiern gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Kommt alle her, Hallihallo. Wir singen das erste Lied. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Meiner Familie und mir geht es gut. Wir sind zu Hause. Deshalb kommt auch heute der Psalm wieder von zu Hause. Aber wir machen es natürlich wie immer. Ich sage einen Teil vor und ihr wiederholt diesen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Und seine Güte währet ewiglich. Wenn ich Angst habe, kann ich zu dir rufen, Herr. Wenn ich Angst habe, kann ich zu dir rufen, Herr. Du hörst mich und tröstest mich. Du hörst mich und tröstest mich. Du stehst mir bei, darum fürchte ich mich nicht. Du stehst mir bei, darum fürchte ich mich nicht. Du bist bei mir, um mir zu helfen. Du bist bei mir, um mir zu helfen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Und seine Güte währet ewiglich. Auf den Herrn vertrauen ist besser. Auf den Herrn vertrauen ist besser. Als sich auf Menschen zu verlassen. Als sich auf Menschen zu verlassen. Auf den Herrn vertrauen ist besser. Auf den Herrn vertrauen ist besser. Als auf die Hilfe anderer zu warten. Als auf die Hilfe anderer zu warten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Und seine Güte währet ewiglich. Ich will dem Herrn ein Lied singen. Ich will dem Herrn ein Lied singen. Denn er hat mich gerettet. Denn er hat mich gerettet. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Wir dürfen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wir dürfen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Und seine Güte währet ewiglich. Amen. Amen. Was kann tiefer sein, so weit, was kann weit?
herzlich willkommen hier bei uns in der Helian-Kirche. Wie ihr seht, steht unsere Geschichte vom letzten Mal noch hier. Und hier soll es heute auch weitergehen. Wir haben gehört, dass Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat. Und Jesus hat ihnen wie ein Diener die Füße gewaschen. Sie haben Brot und Wein geteilt. Und später im Garten Gethsemane wurde Jesus verhaftet. Und hier geht nun unsere Geschichte weiter. Jesus wurde von den Soldaten zu Pontius Pilatus gebracht. Pontius Pilatus war Statthalter des römischen Kaisers, ein ganz wichtiger, mächtiger Mann. Jesus und Pontius Pilatus standen sich gegenüber. Bist du der Sohn Gottes, von dem alle Menschen erzählen? Fragt Pontius Pilatus. Und Jesus antwortet, ihr sagt es. Ich soll euch wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilen. Das fordern die Priester. Hast du was dazu zu sagen? Ich habe immer nur Gutes über Gott erzählt, antwortete Jesus darauf. Die Priester sagen aber was anders. Du lügst. Und deshalb sollst du morgen am Kreuz sterben. Sie führten ihn wieder ab. Am nächsten Morgen brachten sie ein Kreuz. Die Soldaten marschierten mit Jesus zum Berg Golgatha. Dort wurde er nun ans Kreuz genagelt. Gegen Mittag wurde es plötzlich ganz dunkel und Jesus rief, ich vertraue auf dich, mein Vater, habe Mitleid mit den Menschen, die mir Böses wollten. Und dann starb er. Die Menschen, die dabei standen, begriffen nun, dass es wirklich Gottes Sohn war. Denn noch im Sterben dachte Jesus an die anderen Menschen und nicht an sich. Viele Menschen waren sehr, sehr traurig. Sie nahmen Jesus vom Kreuz und brachten ihn in eine Höhle. Legten ihn hinein und stellten einen dicken Stein davor. Menschen gingen nun nach Hause. Es war ein ganz trauriger Tag. Am Sonntagmorgen, ganz früh, machten sich drei Frauen auf den Weg zum Grab von Jesus. Es war Maria von Magdala und zwei Frauen, weitere Frauen. Sie wollten Jesus einölen, einsalben. Das machte man früher so. Sie machten sich Gedanken auf dem Weg zum Grab. Wie sollen sie wohl den schweren Stein da wegbekommen? Sie überlegten, wen sie dazu holen könnten, ob sie Hilfe kriegen. Doch als sie näher kamen, sahen sie, dass der Stein schon weggerollt war. Und als sie in die Höhle guckten, war Jesus nicht da. Sie haben sich erschrocken, doch plötzlich steht ein Engel da und sprach zu ihnen. Warum seid ihr so erstaunt? Fragt der Engel. Jesus ist nicht hier, Jesus ist auferstanden. Die Frauen sahen sich verwirrt an. Jesus ist auferstanden? Das ist doch gar nicht möglich. Ihr habt es doch gehört, Jesus selber hat doch gesagt, dass er bald wiederkommen wird. Als die Frauen das begriffen haben, liefen sie schnell zurück zu den Jüngern. Sie wollten ihnen sagen, was sie gehört haben. Begreifen konnten sie es noch nicht richtig, aber sie freuten sich und machten sich auf den Weg. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Sie freuten sich und liefen schnell zu den Jüngern, um ihnen diese frohe Botschaft mitzuteilen.
Und so, wie Gott für Jesus gesorgt hat, so sorgt Gott auch für uns. Auch jetzt in der Corona-Krise. Ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam und mit Gottes Hilfe die Krise überstehen werden und uns dann wieder alle in der Helian-Kirche sehen. Bis bald, bleibt gesund! Ihr habt alle Zutaten zusammenbekommen und wir können jetzt unsere Geschichte basteln. Dazu legt euch schon mal einen Keks oder einen Zwieback auf den Teller und die Schüssel mit. Oder Zucker, gebt ihr ein wenig Lebensmittelfarbe und ein bisschen Wasser und rührt das zusammen an. Dann bekommt ihr also eine schöne grüne Farbe. Die streichen wir jetzt auf unseren Zwieback. So. Nun geht's weiter. Jetzt brauchen wir eine Rosine. Die legen wir hier unten hin. Die Rosine symbolisiert das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Dann benötigen wir Goldtaler. Das ist das Geld, was Judas dafür bekommen hat, dass er Jesus verraten hat. Dann brauchen wir das Kreuz. Das machen wir aus der Salzstange. Lange Stück, zwei kurze Stücke. Dann wurde Jesus ja in die Grabkammer gelegt. Dafür nehmen wir ein Toffifee. Und vor dem Grab, da sehen wir die Frauen, die Jesus einsalben wollten und dann die schöne Botschaft an die Jünger weitergegeben hat. Und diese Botschaft, dass Jesus auferstanden ist,
hat der Engel gebracht. Dazu nehmen wir einen Marshmallow. Und so habt ihr die ganze Geschichte auf einem kleinen Keks. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja noch mehr davon machen. Vielleicht euren Nachbarn vor die Tür stellen. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Osterfest. Macht es gut. Auch an diesem Ostersonntag halten wir Fürbitte. Das heißt, wir bitten Gott für uns und andere Menschen. Wir tun das im Kindergottesdienst immer mit der Gebetsschale. Ich habe Kerzen, die ich gleich anzünden werde und hineinstellen werde. Und ihr dürft euch zu Hause natürlich auch eine Kerze holen und gleich mit euren Eltern anzünden und damit Gott um das bitten, was euch auf dem Herzen liegt. Diese Kerze ist für alle, die froh sind, die sich freuen über das Wetter, über die Familie, die fröhlich sein möchten in dieser Zeit, trotz Corona. Diese Kerze ist für alle, die an diesem Ostersonntag das Leben feiern. Trotz der Erfahrung von Leid, trotz auch der Erfahrung von Tod. Und diese Kerze zünde ich an für alle, die glauben, die sich an Gott festhalten, trotz all ihrer Erfahrungen mit der Welt, mit den Menschen, die an die Liebe glauben und dass Gott sie in die Welt gebracht hat, seinen Sohn, damit wir durch ihn leben. Und diese Kerze zünde ich an für all eure Bitten und Wünsche, die ihr Gott sagen möchtet. Jetzt könnt ihr auch zu Hause eure Kerze entzünden. Und gemeinsam singen wir: Bittet, so wird euch gegeben. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun könnt ihr eure Hände wie eine Schale vor euch halten und ich lege den Segen dort hinein. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und nun habt ihr den Segen in der Hand und könnt ihn über euren Kopf streichen.
Und wenn noch ein bisschen Segen da dran ist, könnt ihr ihn weiterreichen an alle, die mit euch feiern. Vom Anfang bis zum Ende. Normalerweise sammelt ihr immer am Ende des Kindergottesdienstes die Kollekte ein. Das Geld, was wir spenden, gemeinsam für Vivelia, unser Patenkind in Indien und ihre Schule. Das geht ja jetzt nicht, weil ihr ja gar nicht hier seid und eure Eltern auch nicht. Wir haben aber von Vivelias Schule gehört, dass sie große Not im Moment haben, weil auch Indien sehr stark von der Corona-Krise betroffen ist. Deswegen habe ich jetzt hier einen Zettel. Das ist die Organisation, die Geld für die Patenkinder in Indien sammelt. Shishu Mandir, das heißt Zukunft der Kinder. Und das darunter ist die IBAN. Das heißt, wenn ihr Geld spenden wollt, könnt ihr euch jetzt einfach ein Bildschirmfoto machen. Und dann wisst ihr, wohin ihr das überweisen könnt, wenn ihr möchtet. Ich danke euch im Namen der Zukunft der Kinder. Ich wünsche euch und euren Lieben einen schönen Ostersonntag. Vielleicht ganz anders als sonst, aber doch fröhlich und erfüllt von dem Osterlicht. Ich möchte an dieser Stelle einigen Menschen danken, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Das ist einmal Rosel, die uns die Geschichte erzählt hat. Ulrike hat den Psalm für uns gelesen. Nikolas und Markus haben zusammen die Lieder fürs Vor- und Nachspiel aufgenommen und Jonas hat mit seinen Kommilitonen von der Popakademie in Witten die Lieder, die wir normalerweise singen, aufgenommen. Herzlichen Dank euch allen. Grace that thawed my heart.